2.3. Berechnen Sie den Flächeninhalt des blauen Streifens EBFD. So, hier haben wir den blauen Streifen EBFD und natürlich wieder hier den Flächeninhalt berechnen. Dafür schauen wir wieder in der Formelsammlung nach, wie wir auf die Fläche eines Parallelogramms kommen. Ja, vielleicht erstmal erkennen, dass es ein Parallelogramm ist. Nämlich dieses Viereck hieß es ja, dass diese Seiten hier parallel liegen. Zusätzlich wissen wir, dass diese beiden Seiten parallel liegen, also haben wir ein Parallelogramm vorgegeben. Also gehen wir in die Formelsammlung, suchen den Flächeninhalt für das Parallelogramm und da finden wir A ist gleich A mal HA auf der Seite 33 ist es. So, was heißt es? Wir haben einfach eine Grundseite und dann mal die Höhe zur Grundseite. So, was jetzt vielleicht etwas befremdlich ist, ist, dass man jetzt die richtige Grundseite wählen sollte. Wenn man jetzt hier diese Strecke EB als Grundseite wählt, weil die kennen wir ja schon mit 10 cm, dann ist die Höhe senkrecht zur Grundseite bis zur oberen Seite hier. Ja, also die kann nicht im Parallelogramm liegen, weil sie ja dann irgendwie schief wäre. Nein, sie muss immer senkrecht liegen. Dafür verlängern wir einfach die Strecke EB so lange, bis die Höhe dann drauf passt. Und dann fällt auf, ja, die Höhe des Parallelogramms ist nichts anderes als die Höhe des Trapezes. Also haben wir schon die Grundseite und die Höhe gegeben. Dann lässt sich ganz einfach berechnen. Flächeninhalt vom Parallelogramm ABFD ist also gleich die Strecke EB mal die Höhe. Habe ich jetzt hier mit H ja schon berechnet. So, setzen wir bekannten Größen ein. EB waren 10 Meter und die Höhe. Muss gerade nochmal nachgucken, haben wir oben irgendwo berechnet. Hier mit 34,64 Metern. So, hier brauchen wir mal einen Taschenrechner, weil mal 10 heißt nichts anderes als das Komma 1 nach rechts verschieben. Und dann sind es 346,4 Quadratmeter. So, und was sagt unser Ergebnis? Passt. Ja, nur die Aufgabe heißt ja auf zwei Stellen runden, also schreiben wir noch eine zweite Stelle hin, auch wenn die 0 ist. So, ist schon mal fertig.